Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um eine Duscharmatur bzw. um die Kartusche, die in der Armatur drin sitzt. Und zwar ist die in dem Fall ziemlich verkalkt. Dementsprechend, wenn ich hier das warme Wasser aufdrehe, da kommt fast kein warmes Wasser mehr raus. Dementsprechend bauen wir die einmal auseinander, schauen uns das Ganze mal an, werden die zusammen entkalken und ja, damit geht es dann auch schon los. Bevor man damit anfängt, sollte man natürlich vorher das Wasser abdrehen. Das habe ich hier schon gemacht. Und das restliche Wasser werde ich jetzt auch noch ablassen, sodass ich da nicht gleich das ganze Bad überflut. Ja, wie man sieht, kommt schon nichts mehr raus. Nur ein paar Tropfen, die noch in der Leitung sind. Das macht nichts. Dann nehme ich mir zuerst einen feinen Schlitzschraubenzieher und hole hier unten diesen Silikonstopfen raus. Natürlich vorsichtig, sodass man das Chrom nicht verkratzt. So sieht der Stopfen aus, der da drin ist. Den lege ich auf die Seite, sodass da ja, nichts verloren geht oder dass der Stopfen nicht verloren geht. Dann ist es als nächstes ein Innensechskant-Schlüssel. Na, falsche Größe. Die Nummer kleine sollte passen. Nee, immer noch die falsche Größe. Okay, es war doch die andere Größe, die ich zuerst hatte. Ah, der Schlüssel war nicht richtig drin. Dann wird es hier aufgedreht. Gerade zwei, drei Umdrehungen, sodass man hier den Hebel runterziehen kann. Die ganzen verchromten Sachen legt man natürlich am besten auf ein Handtuch, auf ein sauberes Handtuch, sodass da nichts dran passieren kann. Dann nehmen wir als nächstes hier die Abdeckung runter. Die ist nur draufgeklipst und zwar ist es hier und hier in dem Bereich ist die fest, aber nicht verschraubt. Das heißt, die kann man einfach so runternehmen. Die legen wir natürlich auch auf ein Handtuch, dass da nichts dran kommt. Als nächstes werden dann hier links und hier rechts noch die zwei Schrauben entfernt. Dazu braucht man lediglich einen Kreuzschraubenzieher und dann kann man diese Abdeckung auch entfernen. Die Schrauben rausnehmen, die legen wir auch aufs Handtuch, sodass sie nicht verloren gehen. Und dann kann man vorsichtig hier diese Abdeckung abnehmen. Wenn man das so wie in meinem Fall direkt nachdem ich die Dusche fertig habe, drauf montiert hat, dann sitzt es natürlich schon ein bisschen fester. Also einfach mit dem Schraubenzieher ein bisschen runtergehen und vorsichtig ein bisschen vorhebeln und dann kann man das runternehmen. So, diese Abdeckung besteht auch aus zwei Teilen. Da werde ich das Mittelteil hier rausholen, werde es auch noch entkalken. Wie du hier sehen kannst, sind ein paar Kalkspuren drauf. Wir haben hier ein sehr kalkhaltiges Wasser. Dementsprechend muss das auch mal sauber gemacht werden. Dann kommt als nächstes die Kartusche. Dazu werden hier links und hier rechts die zwei Schrauben aufgedreht und dann kann die auch entfernt werden. Wenn man will, kann man das nochmal kontrollieren, indem man das Wasser nochmal aufdreht. Aber da kommt nichts mehr, da es abgestellt ist. Also die zwei Schrauben aufdrehen, rausnehmen und dann kann man die Kartusche entkalken. Kommt natürlich noch ein bisschen Wasser raus. Da es abgestellt ist, hält sich das Ganze in Grenzen. Wie du sehen kannst, an der Kartusche selbst erkennt man nicht so viel. Aber wie gesagt, wir haben sehr kalkhaltiges Wasser.
Dementsprechend ist es gut, wenn das mal entkalkt wird. Dazu gebe ich jetzt einfach das komplette Teil, beziehungsweise ohne die Dichtung, die lasse ich ab. Die brauche ich nicht beim Entkalken. Den Rest gebe ich jetzt so in ein Glas, das groß genug ist, und werde das Ganze mit Essig füllen und einfach mal circa eine halbe Stunde stehen lassen. Ich verwende dazu ganz normale Essigreiniger. Ich habe jetzt kein spezielles Reinigungsmittel, da ich verkalkte Sachen immer mit Essig sauber mache. Die ganzen Verkleidungen bzw. Abdeckungen werden auch mit Essigreiniger gesäubert. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal an. Fast vergessen, hier der Einsatz wird natürlich auch noch entfernt. Dazu werden hier die drei Schrauben rausgedreht und dann wird dieses Teil auch noch in Essigreiniger gelegt. Das Teil sitzt auch sehr fest da drin. Da kann man vorsichtig mit dem Schlitzschraubenzieher das Ganze raushebeln, aber wie gesagt vorsichtig, sodass man es nicht kaputt macht. Und dann wird dieses Teil ebenfalls gereinigt in Essigreiniger. Zum Schluss wird das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut. Das heißt, als erstes kommt hier ein O-Ring wieder drauf. Dann kommt als nächstes dieser Kunststoffeinsatz. Der sitzt da etwas stramm drin. Bevor die Kartusche montiert wird, kommen hier wieder die drei kleinen Schrauben rein. Nochmal etwas nachziehen. Wobei trotzdem mit Gefühl. Ist ja ein Kunststoffteil. Dann kommt als nächstes wieder die Kartusche rein. Die lässt sich jetzt auch im Vergleich zu vorher wieder deutlich einfacher drehen bzw. bewegen. Ziehe ich erstmal leicht an und schaue, dass er richtig sitzt. Die sitzt gut. Kann man das fertig anziehen. Auch wieder gut handfest. Nochmal kurz nachziehen. Als nächstes dieser O-Ring wieder drauf. Dann kommt als nächstes die Abdeckplatte wieder drauf. Dort mache ich auch gleich diese Chromabdeckung wieder rein. Da oben muss man ein bisschen aufpassen, dass es hier richtig drauf sitzt. Dann kann man das Ganze wieder hinterdrücken. Dann kommen die zwei Schrauben wieder rein. Da ist noch ein bisschen nass. Bevor sie festgezogen werden, ziehe ich die erst ein bisschen handfest an, sodass es gleichmäßiger wird.
als vorletztes kommt die Abdeckung hier wieder drauf. Die ist gerade in diesen Bereichen eingesteckt, hier auf den zwei Plastikteilen. Damit ist er auch schon fest. Und zum Schluss kommt wieder der Betätigungshebel drauf. Der wird wie gewohnt wieder mit der Sechskantschraube, also mit dem Innensechskantschlüssel, festgezogen. Na. Der Schlüssel ist zu klein, man sollte auch den passenden nehmen, dann klappt es auch. Und zum Schluss kommt wieder der Silikonstopfen rein. Abschließend natürlich noch der Test. Ich habe das Wasser wieder angeschaltet. Und es funktioniert. Die Armatur lässt sich jetzt auch, viel leichter bedienen im Vergleich zu vorher. Natürlich lasse ich das Wasser jetzt hier erst ein bisschen laufen, bevor ich da wieder duschen gehe. Und ja, damit war es das auch schon. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen Kommentar von dir freuen. Den kannst du hier unten hinterlassen. Wenn du dann noch magst, kannst du meinen Kanal auch hier unten irgendwo abonnieren. Dort kannst du dann auch die Glocke aktivieren, damit du keines meiner weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.